Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. In diesem Video geht es weniger um das Thema Rülpsen, sondern es geht um etwas, was Rülpsen produziert. Billigcola. Also über Billigcola hatte ich in einem meiner letzten Videos auch geredet bzw. getrunken. Und dadurch hatte ich auch einige Rülpsattacken gehabt. Wie ich da feststellen musste, hat die Billigcola extrem viel Kohlensäure. Und wie viel Kohlensäure die nun hat, will ich jetzt nun wirklich mal austesten. Also die Billig-Cola, die Markenbeschriftungen sind hier wieder aus schleichwerbetechnischen Gründen entfernt worden. Habe ich jetzt wieder hier vor mir liegen und dazu ein paar Fruchtrajis. Und jetzt will ich mal ausprobieren, was ein Fruchtrajee in der Cola macht. So, damit man das auch sehen kann. Ach du Scheiße! Okay, da war ich wohl viel zu langsam. Okay, ich glaube, die Kamera dürfte jetzt auch etwas abbekommen haben. Also wie ihr seht, da ist eine Menge Kohlensäure drauf. Nochmal zum Durchgucken. Oha, schaut euch das mal an. Ich glaube, nachher habe ich erstmal eine Menge zum Wischen. Boah, selbst meine Brille ist von Cola getroffen worden. Oh, und meine Hose ist auch noch voll nass. Also ein Fruchtrajee ist reingekommen und ein halber Liter von der Cola ist weg. Also da könnt ihr sehen, wie viel unsere Billig-Cola hat. Jetzt probiere ich noch was. Ah, der zweite funktioniert nicht mehr. Der dritte auch nicht. Vierter, fünfter. Nö. So, ich melde mich gleich wieder zurück. So, hier bin ich wieder. Ich habe wieder eine weitere Cola mitgebracht. Von der habe ich schon ein bisschen was getrunken. Auch hier sind die Markenbeschriftungen komplett weg. Und jetzt will ich mal ausprobieren, ob eine angefangene Cola auch so weit herumsprüht. So, damit ihr es sehen könnt. Oha! Okay, die konnte ich jetzt noch gerade so zumachen. Dann machen wir die mal auf. Und packen. Oh oh. Heftig.
Okay, eins ist sicher, meine sämtliche Klamotten kann ich wechseln und ich muss mich einmal unter die Dusche stellen. Also, in der Billigcola ist viel Kohlensäure drin. Und ich glaube, an dieser Stelle beende ich jetzt das Video.